Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Tell Me Why. Mein Name ist Marok Smile und ich begrüße euch ganz herzlich wieder hier zum Gameplay. Guckt ihr mal die Grafik an. 3070. Das ist eine RTX 3070. Unschlagbar, unschlagbar. Auf dem Gaming-Laptop, ne? Also jetzt nicht auf dem Desktop, sondern auf dem Gaming-Laptop. Und es freut mich natürlich wieder mit euch die Spielfreude zu teilen. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo wir denn überhaupt sind und was wir machen müssen. Weil es ist schon eine Weile her, dass ich Tell Me Why gespielt habe. Das war das letzte Spiel, was ich glaube, auch aufgenommen habe. Und ja, so wie das Leben halt so ist, hier beschäftigt, Familie, tralala und ne. Aber jetzt bin ich wieder zurück. Jetzt gucke ich erst mal, wo wir hin müssen. Ne? Moment. Habibi hier, lecker rein, ich krieg gleich Hunger. Du. So, my friend. Was müssen wir machen? Ja, wir müssen, glaube ich, raus, oder? Wir waren, ich weiß, in der letzten Aufnahme, kann es sein, dass wir hier drinnen waren? Sprechen wir mal mit der nochmal. Kann ich irgendwas für euch tun? Aber natürlich, ich kaufe nur ein. Nein, natürlich nicht. Warte mal. Was machst du gerade? Und, was machst du so? Ach, nur Inventur. Ein Glück habe ich heute frei, was? Ja, was für ein glücklicher Zufall. Was für ein glücklicher Zufall, genau. Dein Streit mit Marianne. Vorhin hast du gesagt, dass Marianne alles für sich behielt. Aber ein paar Monate vor ihrem Tod habt ihr zwei euch heftig gestritten, oder? Wir haben uns ständig gestritten. Du musst schon konkreter werden. Es ging nicht ums Schummeln beim Kanaster. Es war heftig. Ihr habt euch im Büro verschanzt, damit wir nichts hören. Tut mir leid. Aber das ist Ewigkeiten her. Und ich bin gerade beschäftigt. Okay. Denken wir nach. Versteh schon. Scheiße. Ich will nicht drüber sprechen. Na gut, okay. Ich wette, sie weiß mehr, als sie zugibt. Ach nee. Aber wir können sie nicht festnageln, wenn wir nicht wissen, worum es ging. Wenn wir wüssten, worüber sie gestritten haben, hätte sie keine Ausreden mehr. Sicher, aber wie machen wir das? Die Musik war einfach zu laut, man konnte nichts hören. Mary Ann und Tessa waren verrückt nach dem Lied. Es lief ständig rauf und runter. Was meinst du damit? Wir haben diese Vision doch jedes Mal, wenn wir etwas sehr Emotionales sehen oder hören. Wenn wir es uns anhören, löst es vielleicht was aus. Da könntest du recht haben, Ronan. Mit halben Sachen brauchen wir gar nicht erst zu ihr zurückgehen. Lass uns mit Tom reden. Wir müssen sie direkt mit etwas Genauerem konfrontieren. Okay. Finden wir raus, welches Lied das war. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg und untersuchen erstmal hier diese Tafel. Ansehen, was ist sportlich, das hier? Sportlich, elegant, temperamentvoll. Klingt nach dir. Sorry, ich sehe vielleicht aus wie ein Filmstar, aber Schauspielerei ist nicht meins. Aber man kann es auch mit der Schönheit übertreiben, ne? Was ist denn das, irgendwas, ein Kirchenchor oder sowas, ja? Nee, kein Interesse daran. Und warte mal, hier, da haben wir, das haben wir, das, was ist das da unten hier? Ich schreibe mir das mal für die Zeit nach dem Umzug auf. Junior Wood Breaks, Sing Up Fresh Meat Bootcamp. Alles klar. Also ist nichts Interessantes. Wir müssen den Tom fragen. Vielleicht weiß er mehr. Hey Tom. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Du weißt einiges und du könntest uns auch sogar helfen. Ja, mal so ein bisschen Smalltalk erstmal mit denen halten. Wie läuft das Geschäft so? Läuft das Geschäft? Oh, nicht allzu viele Kunden, aber dafür haben wir Zeit, die Inventur zu beenden. Das sagen wir reichen immer. Vielleicht früher. Ich gucke vielleicht das Finale von Survival on Ice. Sag es nicht, Tessa, aber ich bin für Butch. Sie denkt, er ist zu gnadenlos. Ich sage, das ist das Spiel. Hast du den neuen Schokoriegel schon probiert, der letzte Woche reinkam? Oh, nein, noch nicht. Komisch, dass er mir schmeckt. Habanero und Schokolade. Aber gar nicht übel. Was sie sich wohl als nächstes ausdenken. Was steht bei der Wahlkampftour an? Eine Versammlung am Hafen. Die Fischer sind unzufrieden mit der jetzigen Situation. Hab so meine Ideen, wie man den Fischbestand erhält und dabei trotzdem volle Teller hat. Schnapp dir ein paar Flugblätter zum Verteilen.
Vielleicht ein anderes Mal, aber jetzt nicht. Erinnerst du dich an diese einige Lied, diese Cha-Cha-Cha-Lied? Die Frage ist vielleicht komisch, aber erinnerst du dich an das Lied, das Tessa und Marianne so toll fanden? Es lief andauernd. Wie könnte ich das vergessen? Ich glaube, sie hat die CD immer noch irgendwo hier. Oh, schon ein bisschen abgenutzt, natürlich. Oh, ein Moment. Oh, hier ist sie. Um ehrlich zu sein, war ich froh, als sie weggepackt wurde. Für meinen Geschmack etwas zu kitschig. Schaltet erst den Knopf ein, den Earn-Earth-Knopf, und dann schiebt er die CD rein und dann schaltet er den Knopf ein. Wallah, Abibi, du hast ein gutes Gerät, funktioniert auch ohne Strom, wa? Leider hört man bei dem Video jetzt nichts, weil ihr kennt YouTube. Wir können nicht Musik einfach laufen lassen. Es gibt dann sofort ein Strike. Als wären die noch nicht reich genug. Okay. Konzentrieren wir uns wieder aufs Spiel. Wow, mich hat gerade eine Erinnerungsflut erwischt. Siehst du, was ich sehe? Ja. Jetzt kontrollieren wir. Ja, wir können das mal machen. Kurz sprechen. Sollten wir das überprüfen? Überprüfen das, komm. Ah, wo war denn das? In dem Gang? Nee. In dem Gang, ne? Hä? Wo war denn das jetzt? Wir sollten uns die Erinnerungen anschauen. Erinnerungen anschauen? Versuche ich ja. Aber wo soll die denn jetzt sein? Die ist einfach weg. Ach Gott, ey. Siehst du auch das, was ich sehe? Nee. Ach Gott, wie ging denn das jetzt? Nee. Ja, wo soll die denn jetzt sein, die Erinnerung? Noch nicht vorbeigelaufen an der, oder hier drinnen? Ne, hier geht's nicht entlang. Siehst du auch das, was ich sehe? Ach, warte mal, ich muss noch mal in die Steuerung reingucken, ganz kurz, liebe Leute. Eieieiei. Steuerung, Controller, Steuerung, Tastenbelegung da. In Dialogantworten, verlassen Band, Leertaste, Dialogantworten öffnen, überspringen, Buch der Kobolde, letzte Seite, nächste Seite, Dialogantwort runter. Puh, eigentlich nichts Aufregendes, ne? Ach so, stimmt, das war, jetzt habe ich es doch da. Erinnerung, da. So, jetzt. Die Kinder fragen mich andauernd nach diesen Bonbons, aber die sind so teuer. Nimm einfach die Tüte, ist okay. Oh nein, das geht doch nicht, Tessa. Kommt von Herzen. Okay. Aber schreib es dir in dein Notizbuch. Okay, ganz wie du willst. Hier, zufrieden? Ja. Ich komme dann am Mittwoch und helfe dir bei der Ladenschließung. Wie versprochen. Okay, das war die erste Erinnerung. Ich finde, sie war selbstgerecht und hat Marianne wie einen Fall für die Wohlfahrt behandelt. Sie hat nur versucht zu helfen. Suchen wir das Notizbuch, das sie hatte. Ich bin sicher, im Büroschrank war eins mit der Aufschrift 2004. Siehst du irgendwas? Nein, leider nicht. Wir müssen das Lied nochmal hören. Okay, dann gehen wir nochmal das Lied einschalten. Sorry, liebe Leute. Kannst du noch mal bitte das Lied abspielen? Tut mir leid. Kannst du das Lied noch mal anmachen? Ah, kein Problem. Thank you very much. Sehr gut.
Jetzt. Da ist die nächste Erinnerung hier. Mom, auf! Das ist so peinlich! Ach ja? Tessa, komm noch mit. Ich weiß, du liebst das Lied. Nein, auf gar keinen Fall. Einige von uns versuchen hier auch zu arbeiten. Okay. Viel Freude im Leben gehabt. Genau, wollte ich gerade sagen, das Wort hat mir jetzt nicht in der Zunge gelegt, gelegen, gelagt, geliegen, wie auch immer. Ich weiß nicht, versuchen wir es. So, unbeschwertes Leben. Wollen wir nochmal eins hören? Nochmal eins? Okay, komm. Hey Tom. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Tessa wird genervt. Kannst du was dazu sagen? Wie geht's Tessa so? Sie wirkte etwas überlastet. Sie ist eine echte Arbeitsbiene. Seit ich meinen Wahlkampf betreibe, ist sie hier netterweise für mich eingesprungen. Sie schmeißt den Laden quasi im Alleingang. Ich will ja keine Spielverderberin sein, aber sie schmeißt den Laden schon immer. Also das ist mal Ansichtssache, würde ich sagen. Der war gut. Der Typ hat Leben, du. Wir reden später, mein Freund. Wir sehen uns später. Genau. Wir laufen mal. Wo bist du denn da? Okay, geh mal ins Büro rein. 2004. Obwohl, hier kommt, glaube ich, auch noch mal eine Erinnerung da. Was machst du hier? Ich dachte, du brauchst Hilfe im Laden. Das ist vor 2 Stunden gewesen. Hast du getrunken? Was? Nein, ich hatte einen sehr harten Tag, okay? Oh. Ich nahm Tabletten. Alles gut. Marianne. Ich sagte, alles gut. Na los, Kinder, gehen wir. Warte, bitte. Ich hab da was für dich. Guck's dir einfach zu Hause an, okay? Die kümmern sich um. Verwirrte Menschen. Ich arbeite seit Jahren mit diesen Leuten zusammen. Sie helfen dir. Okay, die hatte irgendeine... Was war das wohl für eine Broschüre, die Tessa Marianne... Wollte ich gerade sagen. Ich weiß es nicht. Sie lag in Mariannes Zimmer. Ich hatte ein merkwürdiges Gefühl, aber hab es abgetan. Die Broschüre war... für sowas wie... Konversionstherapie. Tut mir leid. Wow. Wenn das stimmt, muss ich wissen, was Marianne davon hielt. Und wir müssen Tessa harte Beweise vorlegen. Okay. Wir können mal hier, ich weiß nicht, ob die einfach so mal in den Computer reingucken. Tessa, ist es okay, wenn ich kurz Google benutze? Mein Akku ist alle. Klar, aber beeil dich. Ich brauche den Computer noch. Dringend. Eine einmalige Chance. Was, wenn die Regierung Ihnen bis zu 10.000 für Ihre Schulausbildung zahlen würde? Kein Darlehen, keine Rückzahlung. Dies ist kein Trick. Nehmen Sie diese Nachricht ernst, klicken Sie unten um die... Okay, alles klar. Bund für traditionelle Familien, November... Was ist Ihre Empfehlung für Teile? 10 christliche Zitate voller Kraft, die dein Leben voll verändern werden. Leitfaden für Eltern zur Verbeugung von Homosexualität. Jugendcamp für Tugendstrebende seit 20 Jahren. Jetzt Aufnahme 2015. Okay, das nächste. Vielen Dank für Ihren Einkauf, Ihre Bestellung. Knoblauch, Küchenwerkzeuge wurden versendet. Voraussichtlicher Liefertermin, Dienstag, 10. November. Bla bla bla. Hi Tessa. Danke dir. Ich bin gerade von einem Arbeitsurlaub zurückgekommen und die Mädchen lagen wie keine Welpen friedlich schlafend im Bett. Adrian meinte, sie waren total gut drauf, als er sie vor dir abgeholt hat. Und anscheinend hast du sie dazu gebracht, Kare-Kare-Eintopf zu essen. Kare-Kare. Kacke-Kacke-Eintopf oder was? Zu welchen Heiligen? So gebetet, dass wir das gelungen ist. Haha, sie haben den ganzen Vormittag von ihrem Campingausflug mit Tante Tessa erzählt und wie viele Smoothies sie... Das ist 2015, okay, es muss sie gegessen haben und wie sie viele Käfer sie gefangen haben. Ich weiß nicht mehr, wann sie das letzte Mal beide gleichzeitig so glücklich waren. Normalerweise ist immer eine froh, während die andere weint. Okay, rollen wir nach unten. Ich weiß, du hast viel zu tun mit den Laden und mit den Vorarbeitungen auf dem Leben als Frau des Bürgermeisters. Danke, dass du dir Zeit für sie genommen hast. Und tut mir leid, dass ich sie auf den letzten Drücker gebracht habe. Du weißt ja, die Arbeit.
Die Mädchen sagen, wir lieben dich, Tante Tessa. PS, du und Tom solltet mal zum Abendessen kommen. Adrian will ihm unbedingt das neue Medienzimmer zeigen. Dann sind die zwei beschäftigt, während wir in der Küche Wein trinken. Trinken. Alkohol. Ah, Baby. Der Elefant im Raum. Ihr wisst, dass ich ungern schon wieder mit dem Thema anfange, aber Lisa ist schon wieder nicht zu den Proben gekommen. Sie war seit Wochen nicht da. Ich weiß, dass ihr Auftritt als Danny Boy bei Karls Beerdigung und als tief berührt hatte. Aber das bringt eine schöne Stimme, wenn jemand nicht in der Lage ist, jede Woche pünktlich zu erscheinen. Wie alle anderen auch. Ich finde, wir sollten den Winterball ohne sie planen. Was meint ihr, Barb? Nur zu den Tag, okay. Ja, so, jetzt Beweis gefunden. Beweise gefunden und dann wollten wir nochmal hier gucken. Kann ich dir helfen, Allison? Oh, nein, danke. Alles gut. Ich suche was, das ich vergessen hatte. Untersuchen? Ah, 2004. Was Interessantes? Kuh zum Lesen. Juni. Elia. Juni. $24 für Essen im Restaurant. Abbezahlt. September. $11. Puppe für die Kleine. Okay. Drehen. Nächste Seite. Komisch. Die schreibt auf der Seite, aber auf der Seite... Was für eine Platzverschwendung. Februar, Erik. Februar $50, März abbezahlt. Februar Schulden. September $20 für Benzin, voll abbezahlt. Okay. Nächste Seite. Oh, da hat sie aber viel aufgeschrieben. Kein Eintrag. Scheint, als ob Marianne ab Oktober 2004 ihre Schulden nicht mehr zahlte. 5 Monate vor jener Nacht. Wir haben genug gesehen. Ja, wir haben einen ganz guten Überblick, was passiert ist. Sprechen wir mit Tessa. Warte mal, lass mich mal kurz mal lesen, was sie noch für Schulden hatte. Ja, April $50 für Benzin abbezahlt. Mai $37 Einkäufe plus $30 neue Jacke für Elson abbezahlt. Im Laden geholfen. Juni $21 für Medikamente abbezahlt. August $40 Einkäufe abbezahlt in Hauptzeit. Ausgeholfene Inventur. Oktober $140 für Waschmaschinenreparatur nicht gekommen. November $55 neue Schuhe für die Kinder. Scheck geplatzt. Dezember nicht gekommen. Kein Rückruf. Januar nicht gekommen. Oh. Okay. Oh, da habe ich die falsche Taste gedrückt. Jetzt gehen wir mal wieder da raus. Oh, hab's. Kulmination. Ist er jetzt auch hier reingekommen oder was? Nee. Hä? Oh. Hä? Wir haben da auch gerade gehört, den Tom. Ach, da hinten. So, jetzt kommen wir aber jetzt hier. Dachlis jetzt hier. Kann ich irgendwas für euch tun? Auf hier, um die Suppe rumzulaufen und erklär uns mal, was los ist jetzt hier. Wir sind's und können deine Erinnerungen auffrischen. Ach, wirklich? Ja, ehrlich. Wir waren einkaufen und plötzlich stürmst du rein, willst Schulden zurück und mit Mary Ann sprechen. Es kam zum Streit. Ihr seid ins Büro und habt das Lied aufgedreht, zu dem ihr immer getanzt habt. Schulden eintreiben? Niemals. Als wäre ich eine Art Kredithai. Wann soll das bitte gewesen sein? Unsere Erinnerungen haben keine Zeitstempel. Ich werde diese Anschuldigungen auf keinen Fall ernst nehmen, wenn ihr keine Details für mich habt. Ah, wann hat sie denn nicht bezahlt? Was haben wir denn gelesen? April hat sie noch bezahlt? Ich glaube, Oktober war nicht mehr dann. Oktober 2004. Ab da konnte sie nicht mehr ihre Schulden zahlen, oder? Ja, wer weiß warum. Davor fand sie immer einen Weg zu zahlen. Aber wir stritten uns nie wegen Geld. Ich war frustriert, aber Nackten kann man nicht in die Tasche greifen. Ja, wir dachten nicht, dass es ums Geld ging. Jetzt müssen wir mal aufpassen.
Genau, auswählen. Du warst sauer, weil sie dich im Stich gelassen hat. Du hast ihr von dem Camp erzählt. Du meintest, sie lasse uns im Stich. Du hast ihr vom Camp erzählt. Das hat sie gemacht. Wir wissen vom Bund für traditionelle Familien und, dass sie die Broschüre vom Lager von dir hatte. Welches Lager? Oh, wie hieß er denn das? Oh, Mann. Ich wähle jetzt einfach mal was aus. Ich weiß es leider nicht. Das Jugendcamp für Tugendsuchende. Das war eine Konversionstherapie. Du meintest, Tyler sollte da hingehen. Ich... Ihr meint also wirklich, dass ich ein Judas bin, wie Mary Ann früher. Aber ich wollte immer nur helfen. Tyler, sie gab zu, dass sie überfordert war mit euch. Und ich hatte viel Gutes über das Lager gehört. Du wolltest, dass sie ihr Kind in Konversionstherapie steckt. Weißt du, was man den Kindern dort antut? Ich hoffe nur Gutes. Mittlerweile. Ja. Wie hat Mary Ann deinen Vorschlag aufgefasst? Nicht gut. Du solltest für sie der perfekte kleine Schmetterling werden, der in seinem Kokon schlummerte. Und ja, das war ein Streitthema. Also hatte sie kein Problem mit mir? Ganz im Gegenteil. Sie hat dich geliebt. Hör zu. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe heute noch viel zu tun. Okay, dann gehen wir jetzt. Danke, Tessa. Adios, amigos. Wir laufen weiter. Okay. Kriegen wir die Einkäufe? Ah, Michael hat sie in deinen Kofferraum gepackt. Okay, danke. Tschüss, Tom. Bis dann. Was denkst du? Ich versuche nur, das alles zu verstehen. Unfassbar, dass Tessa Vecchi über die Vergangenheit sprach. Bravo. Ja. Und Mary Ann, sie unterstützte mich? Es ändert im Grunde aber nicht viel, oder? Sie war trotzdem völlig verrückt. Sie wollte mich trotzdem töten. Aber dass sie mich beschützen wollte, bevor weiß der Teufel, was geschah und sie durchgedreht ist, das fühlt sich gut an, Allison. Hey. Sieh mich an. Du kannst deinen Gefühlen einfach freien Lauf lassen. Mann, ich brauche eine Zigarette. Du sprichst mir direkt aus der zu Seele. Den Drogen greifen gerade, ne? Ja, Zigarette. Was? Nein, nein, nein. Ist keine Lösung. Frag mich nur, was das bedeutet. Ja, ich mich auch. Was bedeutet das? Tja, gut, dass uns Eddie erwartet. Er kannte Marianne ganz gut und hatte ihren Fall. Hat er dir gegenüber denn je was von den Ermittlungen erwähnt? Nein, ich hab nie gefragt. Er dachte sicher, ich sollte lieber nichts wissen. Das wäre ja auch ein unangenehmes Tischgespräch geworden. Ganz genau. Aber er ist ein guter Kopf und korrekt. Er weiß bestimmt was. Gehen wir. Eben gerade war es noch hell, jetzt wird schon dunkel oder was? Ja. Das soll das einem mal verstehen. Da geht aber die Zeit ganz schnell um. Wahrscheinlich sind die über das halbe Kontinent gefahren, um im Polizeidepartement anzukommen. Na gut, jetzt müssen wir uns diesen unangenehmen Sheriff stellen. Ganz schön trostlos. Normalerweise ist es voller, aber die meisten Beamten stempeln um Punkt 6 aus. Gibt's keine Verbrechen nach 6? Auf den Straßen von Delos Crossing? Nur Bären und ein paar Betrunkene. Normalerweise kommt Onkel Eddie allein damit klar. Auch mit betrunkenen Bären? Wie auch immer, er ist wahrscheinlich in seinem Büro, oben. Ab nach oben mit dir. So, dann wollen wir mal nach oben gehen. Oh Mann, die haben immer noch dieses gruselige Maskottchen. Siehst du doch.
Was steht denn da drunter? Ich bin das Gesetz. Der war gut. Lageplan. Kannst du den Lageplan studieren? Ich guck mal, was es hier an der Wand gibt. Hier. Sind wir nicht zu spät? Vollstipendium, keine Studiengebühren? Mann, vielleicht hätte ich der Nationalgarde beitreten sollen. Ja. Tja, stattdessen... Naja, sollte ich mich gegen die wilde Welt der Buchhaltung entscheiden? Ich kann mir dich wirklich nicht in Uniform vorstellen. Echt? Ich würde sicher rocken. Ist das immer noch da? Arschlöcher. Ob die Klippenausternfischer während der Ölpest weitergenistet haben? Ich hoffe nicht. So, kann man hier rein? Nee, hier kann man nicht rein. Wasser trinken kann man auch nicht. Aber hier die Tür können wir öffnen. Okay. Ist geschlossen. So war das. Natürlich, abgeschlossen. Ja. Was ist das? To serve the protect. If we have. Is where we will start. Our mission is to earn your trust. Mein Vertrauen habt ihr. Keine Sorge. Ich bin dabei. Oh, schöne Heizung home, hier. Sweet home. Willkommen. Warst du in deiner Kindheit häufig hier? Ja, immer wenn Eddie arbeiten war. Das ganze Revier ist wie meine Familie. So ein Riesenraum und so eine kleine Heizung. Es ist eiskalt hier drin. Wollte ich auch gerade sagen. Aber kein Wunder, dass sie um 6 Feierabend machen, so schnell wie möglich weg hier. So. Lässt sich auch nicht öffnen. Okay. Dann laufen wir mal weiter. Ja. Wir können ja mal hier reingucken, ansehen. Computer ist noch an. Da ist eine Heizung auch noch drin. Okay, aber nichts Interessantes. Ah ja, das war die eine Tür, die von... Was sagt man dazu? Immer noch abgeschlossen. Oh, das geliebte Alaska. Ein schönes Land. Russia. Alaska. Ja, da würde ich auch gerne leben. In Ruhe, in Frieden. So, in der schönen Natur. Bis du vom Bären zerfleischt wirst. Die werden den Typen nie fangen. Was genau hat er getan? Wegen dem Berühren. Der Typ hier stiehlt aus Briefkästen anderer Leute. Das Arschloch hat sich einfach meine Washi-Tape-Bestellung geschnappt. Okay, ich dachte an einen richtigen Briefkasten als Räuber. Du weißt schon, der auf seinem Pfosten herumhüpft mit einer kleinen Maske auf der Klappe. Hä? Verstehst du? Der Briefkasten ist der Räuber. Ein schlechter Witz. Am 27.10.2015 um ca. 10.03 wurden Officer Greg und ich zur 293 Woodline Road entsandt, um ein Diebstahlmeldung aufzunehmen. Wir kamen um ca. 10.22 Uhr an und sprechen mit Laurinski Cooper, geboren 15.7.67. Cooper berichtet, dass seine Briefkasten aufgebrochen worden war. Cooper, ich brauch's vor 2 Tagen hinein, weil ich auf meinen neuen Handy warte. Ich sollte höhere Versandkosten zahlen, damit es rechtzeitig ankommt. Aber ich habe denen gesagt, dass ich das lasse ich mir nicht gefallen. Ich zahle nur so viel, wie es kostet. Und keinen Penny mehr. Sie haben klein. Ich kann ja so lesen, ja auf, ey. Sie haben klein beigegeben und meinten, es käme am Dienstag. Aber heute Morgen war das Schloss aufgebrochen. Und der Briefkasten war leer. Wahrscheinlich dieser Nichtsnutz Tui Down. Ah, da haben wir schon einen verdächtigen Anmerkung. Tui Down ist Jeffreys Swallow, der mir und Officer Greggs bekannt ist. Ehemals Hashtag 12882. Letzte bekannte Adresse Almedia Platz. Almeda Platz Apartments. Okay, ist gut. Kann sich doch keiner antun.
So, Cooper gab außerdem an, das Ganze vor dem Vorfall zu Hause gewesen zu sein und nicht gehört zu haben. Cooper gab weiter an, wenn ich Tui Down finde, reiß ich ihm den Arsch auf, dass er am Arsch ist. Allah, wie muss das hier? Cooper wurde verwarnt, keine weiteren kriminellen Drohungen auszusprechen. Cooper erklärte daraufhin sein Vorhaben, Salau anzuzeigen und wurde darauf verwiesen, bei der Staatsanwaltschaft Anzeige zu erstatten. Okay, sehr gut, Habibi. Das ist der richtige Weg. So, jetzt gucken wir mal. Sorry, lieber. Oh, da habe ich eine Erinnerung. Eine Erinnerung. Wo denn? Ich sehe nichts. Hä? Wo soll die denn sein? Kann ich mir wenigstens hier was schnappen? Nee, auch nicht, auch nicht. Was ist das? Untersuchen wir mal das. Das ist Denise Wilsons Schreibtisch. Mhm. Kennst du sie noch? Was? Crazy. Kennst du den noch? Ach was, ist das Jet? Ja, er ist letztes Jahr gestorben, als er sich zwischen die und einen Bären stellte. Oh, verdammt. Hab ich doch gesagt, in Alaska leben. Schlimmste Feind wahrscheinlich der Bär. Oder Briefkastenklauer. Ach, hier, Dick, Schlittenhunden, Siegerliste. Ach, hier gibt es so eine Siegerliste. Weil, ob die echt ist, keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Tanner, Mitch, Seavey. Dallas, Seavey. Stormy, Bronze, Tip, Trade, Sox, Marine, Blount, Jake. Da. Erste Hundeschlitten 1973, okay. Gut. Hot Food. Nugget, Nugget, Papi. Ah, so, okay. Wie auch immer. Sie ist jetzt verrückt nach Hundeschlittenrennen. Geht's um das sieht man. Sie hatte Geburtstag. Ich hab ihn vergessen. Du bist ein schrecklicher Mensch. Du bist schuld. Ich habe mich so auf dich gefreut, da ist es mir einfach entfallen. Ja, dann kannst du jetzt mal schreiben, hinterlasse eine Nachricht, zeichne einen Hund, wünsche ihr alles Gute zum Geburtstag hier. Vielleicht merkt sie ja gar nicht, dass ich was hinzugefügt habe. Warum? Schreib's einfach rein. Gut ist. So ist gut. Ach, ich versuche immer rauszugehen und drück dabei Escape, was für ein Schwachsinn, ey. Und wem sein Schreibtisch das hier? Hm, welche nette Familie ist das denn? Erinnerst du dich an Dan und Shelby? Glaub schon. Die Oberschüler, die Tessa wahnsinnig gemacht haben, weil sie Fische aufgedreht und beim Becky-Parkplatz rumgeknutscht haben? Ja, Dan ist Polizist. Die beiden sind verheiratet. Mit Kind und Labrador. Wow. Seit wann sind bitte alle so erwachsen geworden? Oh mein Gott, das ist zuckersüß. Es ist süß, aber... Sag mir nicht, du bist im Babyfieber. Oh, nein. Wie kommen Männer immer darauf? So, okay. Irgendwas war hier. Ich kann dir nicht mehr sagen. Die Erinnerung kam nämlich wieder. Jetzt wird sie wieder stark. Warte mal. Was ist denn das hier für eine Akte? Oh, sieht aus, als hätte sie ihren Spinnschlüssel hier vergessen. Dann nimm ihn doch mal. Oh, sieht aus, als hätte sie ihren Spind. Sie wird mir die Hölle heiß machen, weil ich ihren Geburtstag vergessen habe. Alles Gute zum 29. Geburtstag, Denise. Gute Arbeit, weiter so. Eddie, du bist der Beweis, dass Weisheit nicht immer mit dem Alter kommt. Lass es krachen. Didi, dann. Genieß die letzten Jahre, bevor du in den Club der verbitterten Frauen in den 30ern eintretest. Oh, Rose. Lass dir die Schokolade schmecken. Happy Birthday dir. Joha, Happy Birthday. Du siehst noch keinen Tag älter als 100 aus. Ja, das kann man sagen. Hier noch so alte Rechner.
Sieht aus, als hätte sie ihren Spinnschlüssel hier vergessen. Okay. Haben wir den Spinnschlüssel da? Und mich erholt jetzt eine Erinnerung, aber ich kann nicht sagen, wo. Können wir das hier öffnen? Oh ja. Ist offen. Irgendwas ist im Weg. Ja, können wir denn nicht von dort hinten rein? Warte mal, hier. Können wir von hier rein? Nee, ist geschlossen. Okay, dann gehen wir mal hoch. Eddie muss schon abgeschlossen haben. Eddie, Medi. Ich habe diese Erinnerung, aber ich rufe sie die ganze Zeit auf, aber ich sehe sie nicht. I don't see it. Okay, gehen wir mal hoch. Tyler, kommst du? Hä? Warte mal, noch nicht. Wo soll die denn sein? Innen da, jetzt. Komm schon, hier können die armen Kinder doch nicht schlafen. Aber wo sollen sie denn sonst hin? Das Sozialamt braucht doch noch eine ganze Weile. Und das hier ist eben das einzige Bett. Genau. Das glaube ich kaum. Warte mal, nochmal zurück erinnern. Die armen Kinder doch nicht schlafen. Aber wo sollen sie denn sonst hin? Das Sozialamt braucht doch noch eine ganze Weile. Und das hier ist eben das einzige Bett. Alles außer einer Zelle. Wir finden was anderes. Okay. Nicht das schon wieder. Gott, hier nicht auch noch. Ich bin nicht bereit. Ich auch nicht. Das muss wahrscheinlich nach dem, was passiert worden ist mit seiner Mutter, mit ihren beiden Müde. So, okay. Jetzt gehen wir mal hier entlang. Hier ist zu klopfen. Salam alaikum, Habibi. Kommen wir rein. Allison, hey. Ich telefoniere noch kurz. Ich sag mir Linda, dass die Raben in ihrem Abfall nicht Sache der Polizei sind. Ich bin gleich bei dir. Klar. Macht euch einen Kaffee. Hier, der Schlüssel für den Pausenraum. Danke. Kommt wieder, wenn ihr fertig seid, okay? Oh, da guckt ihr noch nicht mal an. Die Maschine ist unten im Pausenraum. Archiv. Ist geschlossen, da können wir gar nicht hin. Hier können wir auch nichts machen. Können ihn auch nicht lauschen. Geht auch nicht. Okay, hier, was ist das? Waffenkammer. Ab in die Waffenkammer. Auf Englisch heißt das Armory. Waffenkammer, okay. Brauchen wir nicht. Wir gehen lieber in den Pausenraum und gucken. Was ist das? Ist es der Pausenraum? Wird wahrscheinlich der Pausenraum sein, aber... hier ist im Weg. Wir haben ja auch die Schlüssel. Wir können ja auch hier rein eigentlich, ne? Da innen wieder. Weißt du, ich dachte echt, dass ich diese Erinnerung irgendwo ganz tief in meinem Hirn weggesperrt hätte. Ja, ich auch. Fast. Aber so ist es halt mit den Erinnerungen. So. Hast du doch den Schlüssel. Jetzt kommst du doch überall rein. Rose lässt mich hier nie rein. Na
Okay, es gibt eine Erinnerung hier, aber wo? Was ist das? Das wird morgen großartig duften. Natürlich. Ist das aus Tessas Restaurant? Mhm. Das ist da lecker. Alle essen. Was Besseres gibt es nicht in Delos Crossing. Wenn man Mist gewohnt ist, dann isst man auch noch Mist. So, Spaß. Kann ja gut sein, ne? So, und jetzt die Erinnerung. Wie denn? Wie komme ich wieder an diese Erinnerung dran? Ah, ich drehe durch. Wie geht die denn jetzt? Wir kommen mal untersuchen. Was hat den Computer angelassen? Verwenden? Ich weiß ja nicht, was ich da eingeben soll. Wir müssen erstmal den Code finden. An alle Mitarbeiter der Police Departments. Rose Jackson. Betreff neue Verwaltungssoftware. Bitte Passwort zurücksetzen. Im Rahmen der Einführung unseres neuen müssen alle Mitarbeiter ihr Passwort zurücksetzen. Beachtet bitte, dass ab jetzt die Polizeibeamten mit ID und Passwort Zugriff auf dem Computer ID und Passwort Computeraufnahme hat. Bei Fragen wendet euch bitte an Sally oder mich. Rosi. Okay, und wo hat sie denn den Passwort hin? Meinst du, die hat hier... Hey, das mit dem Kaffee klingt ziemlich gut. Wo ist der Pausenraum? Erinnerung da. Wo gehen wir hin? Wir werden uns jetzt hier hinsetzen und ich stelle dir ein paar Fragen, okay? Okay. Okay. Alles okay? Ja. Aber normalerweise will ich nicht an diese Nacht denken, wenn ich hier bin. Ginge mir genauso. Rose, wo hast du dein Passwort versteckt? Ich konnte... Warte mal, wenn... jetzt bin ich schon mal überlegen. Vielleicht habe ich irgendwas an den Schreibtischen da was übersehen. Warte mal, das war das Essen bei dem. Und da war noch ein Schreibtisch hier. Aber hier ist ja auch nichts. Hier war die Heizung und hier irgendwelche Untersuchungen, hier Unterlagen. Warte mal, da können wir noch mal. Name Beckerdin. Patienten-ID. 15.45.28, Aufnahmedatum, 3.7. Große, 1 Meter fett, Gewicht, 75, Haarfarbe, braun, grün. Okay. Oh, Grex. Er hat sie einfach wieder liegen lassen. Grex? Wie ein Officer Grex? Der in der Nacht bei uns war? Ja, ist immer noch da. Er wurde hier dafür berühmt, dass er einen Mörder aus Juno fassen konnte. Der Typ versteckte sich in einem Fischerboot und verdarb sich den Magen, als er aus einem Ködereimer gegessen hat. Die Verhaftung war also ein ziemliches Kinderspiel. Ködereimer, ey. Vermisste Leute hier. So, dann fangen wir mal an mit denen da oben. Kennst du noch Mr. Haynes? Flüchtig. Hatte er nicht diese Werkstatt in seiner Garage, in der er Glasskulpturen gefertigt hat? Ja. Eric Haynes wurde schon seit Monaten vermisst. Oh Mist. Ich habe seine Kunst immer gemocht. Der Druck kurz am Ende. Okay. Warte mal. Immer wieder dieses Raus und Rein. Und hier? Sie haben ihn nie gefunden. Das war, als wir Kinder waren, oder? Ja. Marianne ist durchgedreht und wollte für Wochen nicht im Dunkeln fahren. Mhm. Marianne. Okay. Also. Das sieht so aus, als hätten wir alles durchsucht, aber... Ich wäre gerne noch an dem Passwort gekommen, an den Computer, aber vielleicht lässt sich ja irgendwo was anderes finden. Warte mal, wir haben hier noch einen Schlosssaal. Der ist zu, der Raum hier. Was ist das?
Sie möchten wissen, wie die Arbeit, wie der Arbeitsalltag bei der Polizei aussieht, dann bewerben Sie sich für unser Mitfahrprogramm. Okay. Nee. So, dann machen wir hier auf. Schlüssel hast du ja jetzt. So, dann gehen wir mal darüber zum nächsten Raum. Öffnest du mal bitte die Tür. Okay, geht hier rein. Hier geht's raus in den Hof. Snackautomat. Hier ist der Schlüssel. Spinnt. Ich habe da eine Idee. Abgeschlossen. Ich habe da eine Idee. Warte. Die haben diesen Ort hier echt verkeimen lassen. Wegschieben. Und dann holen wir uns mal den Schlüssel und gucken mal, ob der in eine dieser Spinde reinpasst. Das ist schwerer als erwartet. Das ist gut. Thank you. Jetzt gehen wir mal hier. Der Schlüssel war hier. Öffne mal da. Und nimm mal den Schlüssel raus. Nehmen. Sie merkt sich ja nicht, wenn wir uns den leihen. Stimmt? Sehr gut, jetzt haben wir den Schlüssel. Prima. Jetzt können wir mal zu den Spinden nochmal rübergehen. Und gucken. Vielleicht kriegen wir auch ein Passwort für den Computer. Dann haben wir mehr Informationen. Komm mal hier rüber. Warte mal. Da ist der Spind. Entsperren. Wir sollten wirklich nicht hier sein. Ja, aber man weiß nie, wo man Informationen zu dieser Nacht finden kann. Das stimmt wohl. Dawson lässt ihren Spindschlüssel im Schreibtisch und die Passworterinnerung im Spind? Das ist unverantwortlich. Oh, da muss ich wieder was schreiben. Leicht auf alle Polizeiakten zugreifen. Ja. Betreff neue Verwaltungssoftware. Bitte Passwort zurücksetzen. Okay. Was ist denn jetzt Ihr Passwort? Ich dreh durch, ey. An alle Mitarbeiter, Memo. Okay, das ist nur auf der Memo. Betreff. Zurücksetzen. Und. Okay. Vielleicht weiß er das so auswendig. Balto war hier. Das habe ich schon gelesen. Okay, machen wir zu. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rüber. Und sehen, so was ist das? Hungrig bin ich auch nicht. Kekse. Aber ich habe Hunger auf Cookies. Leckere Cookies. Sieh dir das Kunstwerk an. Hast du das gemacht? Aha. Ich habe es mal aus Langeweile auf die Vase geklebt. Und niemand hat es entfernt. So. Hier ist Kaffee. Ist noch warm? Willst du so spät noch einen Kaffee? Der hält dich wach? Ah, ich glaube eh nicht, dass ich viel schlafe. Hab zu viel im Kopf. Die staubigen Sofas machen es auch nicht leichter. Hey. Das hat doch keiner gesagt. Alles okay? Er sieht was. Eine Erinnerung. Ach, genau. Da sind sie doch reingegangen. Ich kann das nicht. Beruhig dich, Allison. Halt dich an den Plan. Komm schon, dreh jetzt nicht durch. Nein, bitte. Ich kann nicht lügen. Das haben wir schon. Alles wird gut, okay? Alles okay? Ehrlich? Spannungsvolle Musik. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Hast du je bereut? Nein, niemals. Na, vielleicht ein oder zweimal am Anfang, aber jetzt überhaupt nicht mehr. Ich meine,
Sieh nur, wo wir sind. Wo ich bin. Hm. Onkel okay. Eddie ist jetzt wohl fertig. Gehen wir zu ihm. Noch nicht. Wir wollten erst mal... Ist es okay, wenn ich kurz in diesen Raum gehe? Bist du sicher? Wow. Ich bin das erste Mal wieder hier seit dieser Nacht. Eddie fühlte sich so unwohl, er ließ eine Vase fallen. Hier. Setz dich. Okay. Scheiße. Sorry. Die haben sie behalten? Was? Diese Vase. Die wurde zusammengeklebt. Eine neue war zu viel, kein Geld damals mehr da. So. Oh, was ist das da hinten? Nee, oder? Hast du dich die ganze Zeit hier versteckt? Eine Erinnerung, ein Spielzeug. Okay, neues Sammelstück. Der Eiskönig. Der Eiskönig. So, jetzt ganz kurz nochmal. Wir müssen nämlich an den Computer. Ganz schnell. Tack, 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 tack. Rüber da und dann da. Da ist nochmal eine Erinnerung. Wo ist sie? Wo ist sie? Hier. Warum wurden wir getrennt? Geht es Olli gut? Olli geht es gut, Kleines. Trinkt im anderen Zimmer Kakao. Alles wird wieder gut. Ich muss dir jetzt ein paar Fragen stellen. Kommst du mit? Okay. Jetzt gehen wir mal rüber zum Computer. Ja, sorry. Es ist echt viel. Ich komm klar. Jetzt weiß ich aber nicht, was das Passwort ist. Muss ich schon wieder in den Schrank und dann, oh nee, und ich konnte das noch nicht mal richtig lesen, was da auf diesem Zettel drauf stand. Stand irgendwas von Biber oder, wie hieß der Biber? Lass mal gucken, vielleicht hat es doch. So, lesen. Ich bin an meinem 20. Geburtstag. Gewinne an meinem 20. Geburtstag. Wie hieß der Hund? Balto war hier. Balto. Balto war hier. Balto. Balto, okay. Balto vielleicht? Balto? Ich habe jetzt vergessen, wie viele Buchstaben. Balto, Balto, Balto. Balto, Balto, Balto. Ah, ich stelle mich ganz schön dumm an, ne? Aber so ist es halt. Balto. Ich guck mal, was er sagt. Balto, Balto. Jetzt mal dahin. Warte mal, Balto. Scheiße. Ist es die überhaupt?
Ich blick da jetzt einfach nicht durch, ey. Warte mal. Wie hieß die nochmal? Ach, die alte, du. Ich sollte sie auf einen Drink einladen. Kennst du den noch? Ach was, ist das Jet? Ja, er ist letztes Jahr gestorben, als er sich zwischen die und einen Bären stellte. Oh, verdammt. Arme die. Ich hätte ihr was besorgen sollen. Du bist ein schrecklicher Mensch. Du bist schuld. Ich habe mich so auf dich gefreut, da ist es mir einfach entfallen. Ich sollte sie auf einen Drink einladen. Nein. Das. Ich wollte noch mal in den Fach reingucken. In der Karte noch mal. Warte mal, wie hieß sie denn noch mal? Die. Nee, nicht zurücklegen. Oh, ist das schwer, ey. Das ist manchmal so ein bisschen kompliziert, aber auch. So. Drehen. Denise. Ja, das kann doch gar nicht sein, dass sie dann doch so... Wie hieß sie denn jetzt? Ah, ich stelle mich einfach so doof an manchmal. Warte mal, jetzt gehen wir mal hier. Wie hieß der nochmal? Ich weiß es nicht. Ich drehe noch durch da. Die Tür kann ich nicht öffnen, ne? Ich kann auch gar nicht sehen, welche Mitarbeiter hier wo beschäftigt sind. Polizeichef Brown bittet Gemeinderat um Streik beginnt diese Woche. Okay, da in den Raum können wir nicht. Also wartet Brown nicht auf uns? Wir sollten zurück in sein Büro. Ja, aber wir haben doch noch nicht diese Dings klar gemacht. Weißt du, was ich meine? Den Computer. Entsperren. Wem gehört denn der hier? Da gibt es nichts. Crazy D's spinnt? Crazy D's. Ja, das ist er. Crazy D's. Gewinner an meinem 20. Geburtstag. Gewinner an meinem 20. Geburtstag. Was haben wir denn hier? Wie hieß nochmal der Hund hier? Balto war hier. Balto. Gewinner an meinem 20. Geburtstag. Ja, schön, was? Schön, dass du gewinnst, aber was? Ich bin ziemlich sicher, dass Chief Brown sein Telefonat beendet hat. Das interessiert mich gerade ganz herzlich wenig, ob er das getan hat, weil mich juckt das in den Fingern jetzt.
wo er denn jetzt dieser... Meine Güte, wo hat... Ah, komm schon, wie ist denn... Vielleicht hier. Balto hieß er doch, ja. Balto. Ne? Scheiße. Ist er nicht. Hier, das habe ich schon probiert. Balto. Scheiße. Warte mal, liebe Leute, ich habe eine Idee. Ganz kurz, damit wir nicht hier in die Bredouille kommen. Das muss doch eine Lösung geben, wie man das... Warte mal. Tell me why... Computer Passwort. Ich muss ein bisschen cheaten. ich muss da an diese Information jetzt einfach mal ran. Da ist das da. I agree. Okay, then open. Information about the new password. Go back to the Wilson desk. Remember the card that had... Ey, das glaubt ihr nicht. Guck mal jetzt hier. Ich mach das jetzt mal. Ne? Wilson ist sie übrigens. Wilson. Und das Passwort ist Salem. Bingo. Okay, gehen wir mal rein. Hallo Dee, nur zur Info, weil du morgen früh die Dienstablösung bist. Letzte Woche wurde er wegen Betrunkenheit in der Öffentlichkeit verhaftet und nicht zum ersten Mal. Es geht irgendwie abwärts mit ihm. Okay, Kenny hat schon wieder die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbracht. Er war total besoffen und hat Kunden terrorisiert, als Maria ihn vor Bernice aufgelesen hat. Auf diesem Revier ist er relativ schnell eingeschlafen, sodass es ihm besser gehen sollte, wenn du anfängst. Er hat aber wahrscheinlich einen riesen Kater, sodass ihm wohl eine große Portion Kaffee und Donuts gut tun würde. Okay. Frau Renan hat heute Morgen einen Schlüsselbund von dem Vigiladen gefunden und ihm abgegeben. Drei kleine Schlüssel, ein Flaschenöffner als Schlüsselanhänger. Wenn den jemand sucht, der im Schrank des Fundbüros. Ich hätte es ja ordentlich archiviert, aber... Die neue blöde Verwaltungssoftware hat den ganzen Tag gestreikt. Ernsthaft, wer kam auf die Idee, die zu ändern? Den würde ich gerne mal zum neuen Zwei-Wege-Schließstand einladen, den ich gefunden habe. Hallo, vielen Dank für Ihren Einkauf. Ihre Bestellung Just Between Us Staffel 2 DVD-Set wurde versandt. Voraussichtlicher Liefertermin Samstag, 7. November. Für weitere Informationen bitte hier klicken. Ich klicke, aber da passiert nichts. Okay. Hallo Dee, gibt es für deinen Vortrag am Freitag irgendwelche Folien oder Lesematerial? Ich wollte dir auch noch sagen, dass ich ziemlich viele Leute angemeldet habe. Also bereite dich auf eine hohe Teilnahme vor und trage deinen schicksten Anzug. Ich glaube, dass die Kinder deine Rede wirklich gut finden. Weiter so. Kay Bennett, KO-Geschäftsführerin. Okay. Hallo Kyla, ich sende dir die Folien, sobald ich zu Hause bin. Ich freue mich so, das zu hören. Ich verrate dir mein Geheimnis, wie man die Aufmerksamkeit der Kinder bewahrt. Geschichten aus der Ausnüchterungszelle. Letztens habe ich Ihnen erzählt, wie ich mit einem Besoffenen in einer rasanten Verfolgungsjagd auf einen Schneemobil geraten bin. Nach ein bisschen habe ich Ganze schon ausgeschmückt, aber grundlegend entsprach es der Wahrheit. Haha, alles, was nötig ist, um seinen Standpunkt zu
Vermitteln stimmt. Hashtags, Garrett, schlag mich tot. Scrollen wir nochmal ein bisschen nach unten. Und da kommt dann noch die Unterschrift. Okay. Okay, dann haben wir noch hier noch eine. Schätzen, du rennst bei mir offene Tür, offene Tür ein. Ich freue mich schon auf Freitag. Wenn ich es wage, stark zu sein, meine Stärke im Dienst, meine Version einzusetzen, dann wird es immer weniger wichtig, ob ich Angst habe. Wenn ich es wage, stark zu sein, meine Stärke im Dienst, meine Vision einzusetzen. Habe ich jetzt nichts verstanden. Okay, nichts Interessantes. Keine großen Infos. Wir legen mal den Schlüssel zurück. Nee, das war hier auf der Seite, genau. Öffnen. Und man müsste eigentlich, glaube ich, das war irgendwas hier mit der Liste hier am Schreibtisch. Warte mal, untersuchen. Ich sollte sie auf einen Drink einladen. Und da musste man hier in die Liste reingucken und es war... Was ist es denn da? Doc, Zwingli, Martin, Robert, Mish, Robert, Jeff, King... Salem, da, Jeff King Salem. 2006. Das ist ihr Passwort. Ich weiß zwar nicht, wie sie jetzt da drauf gekommen ist, aber dafür bin ich einfach zu doof, um das zu verstehen. So, gehen wir mal hoch zu den Experten da oben. Gut, doch. Hey, tut mir leid fürs Warten. Manchmal rufen uns die alten Leute nur so an. Sie sind halt einsam. Schon gut, Onkel. Hey, kennst du den noch? Ja, na klar doch. Wie könnte ich ihn vergessen? Tyler Ronan. Zurück in Delos Crossing. Schön, zurück zu sein. Und schau dich nur an. So erwachsen. Ja, hab immer aufgegessen. Alle sind so stolz auf dich. Wie du für die Kids in Fireweed da warst. Ich sag's ja, Kinder sind die Zukunft. Ich dachte, das sagt Whitney Houston. Komm schon, Kumpel. Sie hat mir die Nummer gestohlen. Jeder weiß das. Seht euch an. Endlich wieder vereint. Gut, was? Ja, wie bin ich nur ohne sie klargekommen? Also, Eddie, wir sind nicht nur aus Spaß hier. Wir fanden was in Marians Zimmer. Irgendwie ergibt nichts mehr so richtig Sinn. Und jetzt haben wir Fragen. Ach ja? Also, hat sich Marianne Sorgen gemacht? Wie waren ihre letzten Tage? Hat sie was erwähnt, das sie beunruhigt haben könnte? Vor allem in Bezug auf Tyler. Nein, sowas hat sie immer mit sich selbst ausgemacht. Hat uns alle auf Abstand gehalten. Verstehe. Eins sag ich euch aber. Eure Mutter hätte keinen dafür gehasst, anders zu sein. Meistens lief es andersrum. Hat vielleicht jemand was über ihr Verhalten angemerkt in dem Zeitraum vor dem Tag? Irgendwas? Nein. Für alle, mit denen ich sprach, kam es überraschend. Hattest du sie noch gesehen? Also an einem der letzten Tage? Nein. Ich hatte sie lang nicht gesehen. Vielleicht einen Monat vorher. Okay, der konnte uns jetzt auch nicht viel sagen, ne? Okay. Danke, Onkel Eddie. Wenn ihr mich fragt, in Erinnerungen zu wühlen, bringt nichts. Wir haben eigentlich keine andere Wahl. Man hat immer die Wahl, Junge. Auch wenn es nicht so aussieht. Aber es stimmt.
Könnten wir Ihre Akte sehen? Vielleicht fällt uns darin was auf. Ihre Akte? Ihre Fallakte, Polizeiakte oder wie auch immer. Ihr hebt die quasi ewig auf, oder? Das stimmt zwar, aber ich kann sie nicht einfach herzaubern. Es gibt Vorschriften. Aber du bist Chief. Darum muss ich mich erst recht an die Vorschriften halten. Versteht ihr? Hör zu, Chief Brown. Hilfst du uns jetzt oder können wir uns nicht auf dich verlassen? Tyler! Nein, schon gut. Tyler, ich weiß, du nimmst mir Fireweed übel, aber es war die beste Lösung. Ich bin nicht sauer wegen Fireweed, sondern weil du meine Schwester 7 beschissene Jahre lang von mir ferngehalten hast. Darum geht es hier? Das war auf Anraten des Gerichts. Die sind die Experten. Ich habe zugestimmt. Ja, klar hast du das. Glaub mir einfach. Wir haben alle geglaubt, dass es in dieser Nacht Notwehr war. Aber es gab keine Beweise. Ich fass es einfach nicht. Hör zu, wir konnten nicht sicher sein, okay? Ich habe versucht, euch beide zu schützen. Bist du noch immer unsicher? Was? Du denkst immer noch, dass die Trennung die richtige Entscheidung war? Sie war traumatisiert. Wir hätten uns gegenseitig gebraucht. Und du hast uns das genommen. Und warum durfte deine Schwester nicht zu dir kommen, als du 18 wurdest, Onkel, hä? Bitte, lassen wir das. Sie wird dir nie sagen, wie sehr sie das verletzt hat. Doch, so war's. Es ging um mich, nicht um Allison. Sie versteht das. Und 3 Jahre sind nichts im Vergleich zu 7. Stimmt's, Ellie? Hm. Was sollen wir jetzt wählen? Aber das war, glaube ich, richtig so. Eddie hat nur versucht, mich so gut es geht zu schützen. Die Familie zu schützen. Ich dachte, ich sei deine Familie. Das bist du. 7 Jahre Trennung haben nichts geändert. Nicht einmal 10 Jahre. Aber Eddie ist auch ein Teil. Okay, jeder hat Scheiße gebaut. Wir haben uns verletzt. Das kann schon mal vorkommen. Sehen wir nach vorn. Klingt nach einer guten Idee. Da frage ich mich, wer wen erzogen hat. Wir übernachten im alten Haus. Wir sollten besser los. Wollt ihr erst mal essen? Geht auf mich. Ich will euch nicht hungrig gehen lassen. Da sag ich nicht nein. Okay, gehen wir. Den hat's nicht gefallen, aber so ist es halt nun mal, ne? Er muss sich ans Gesetz halten. Spannungsvolle Musik. Stopp! Allison! Allison! Oh. Der wilde Jäger. Bitte, Mom. Das mit den Haaren tut mir leid. Ich tue es nie wieder. Ich werde dich umbringen. Oh, die hat eine Schere im Rücken. Allison. Ach, Allison hat ihn hat sie umgebracht. Okay. Das ist nicht. Was? Allison. Ich habe sie umgebracht. Ich habe sie getötet. Allison, wir müssen Hilfe rufen. Ich habe sie getötet. Nein, hast du nicht. Genau das Gegenteil, ne? Ich war das. Und wenn sie kommen, dann sagen wir ihnen das auch. Nein, nein. Ja, wir passen aufeinander auf. Das tun Kobolde so.
und Brüder und Schwestern. Alles wird gut. Ist doch jetzt ein Junge, oder wie? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe diese ganze Mischgeschichte da jetzt nicht so ganz. Ist er ein Junge und sie wollte ein Mädchen aus denen machen, oder was? Oder ist er ein Mädchen und wurde zum Jungen gemacht? Keine Ahnung. Aber interessante Geschichte, liebe Leute. Und Tell Me Why. Fortfahren. Don't entertainment. Okay. Alice war glücklich, als Tyler Edos Friedensangebot angenommen hat. 75% haben den Ring angenommen. Wie viel? 74% haben den Ring angenommen. 15% haben den Ring abgelehnt. 11% haben den Ring ins Wasser geworfen. Okay. Dann Allison war niedergeschlagen, als Tyler das Rätsel von Prinzessin nicht lösen wollte. Gelöst. Tyler fühlte sich durch Allison fehlendes Vertrauen im Laden nicht gewürdigt. Tyler würde ein Curl zwischen ihm und Allison, als sie sich auf der Wache auf der Eddie-Seite stellte. 70% haben doch Eddie gewählt als zuletzt, okay. Vor Sams Anfeindungen. Tessa sprach offen mit dem Zwillingen über Marianne. Eddie fühlte sich von Allison und ihrer Familienrede bestätigt, als sie sich auf der Wache drei Schaben sich auf Eddies Seite gestellt. Okay. War das jetzt der erste Kapitel? Ja, glaub schon. Also was jetzt? Naja, das offensichtlich wird er uns nicht die Wahrheit sagen. Also müssen wir sie selbst herausfinden. Alt, du willst doch nicht ernsthaft ins Polizeiarchiv einbrechen. Ganz oder gar nicht. Okay. Aber das machen wir das nächste Mal, liebe Leute. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und lasst Like und Abo da. Nicht vergessen. Like und Abo, Habibi. Like und Abo. Yalla. Macht's gut.